Damit auch schon wieder herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Eurotruck Simulator Folge 4 in der neuen Staffel. Ich frage mich gerade noch immer, warum der Drecksack hier noch immer Screenshots macht. Was soll's? Wir drücken hier auf, achso, Auftragsangebot, schnell neuer Auftrag. Wo fahren wir denn hin? Wo fahren wir denn hin? Von Linz nach Linz. Das wäre schon sehr kurz für eine Folge, aber ich mach's. Dafür nehme ich diesmal zwei Strecken auf. Ich habe eingestellt, höchstes, also je höher der Strecken, der Preis pro Kilometer ist. Das heißt also, je weiter die Strecke ist, wenn nicht je weiter, das ist schwer zum sagen. Der schaut der kriminell aus, der Volvo. Je mehr Geld ich pro Strecke komme, desto eher nehme ich den Auftrag, denn... Ach, wie geil. Seit wann geht denn das? Geiler Scheiß. Das gefällt mir. Das nenne ich mal wirklich eine geile Funktion. Kann man mit dem Kopf rausgucken. Cool. Ui, das war ganz schön schnell hier um die Kurve. So, da haben wir eine Stopptafel. Ein bisschen nach vor sollte man vielleicht noch fahren. Geiler Scheiß. So, gleich können wir fahren. Alter Schwede, der beschleunigt gar nicht so schlecht. Der geht wirklich ganz gut. Volvo Gerät. Oh, hat sogar Radar da. Ja, ich zieh schon die Handbremse an. Sorry. Habe ich das Grünwerden verpasst? Gute 600 GB habe ich hier noch zu aufnehmen. Das heißt, die Woche geht sich aus. Mittlerweile ist ja jetzt die vierte Folge. Das heißt, Donnerstag. Ja, sehr. Freitag nehme ich dann noch auf. Und wahrscheinlich vielleicht dann noch eine. Eigentlich muss ich jetzt nach den 4 Minuten aufhören. Weil wir ja gesagt haben. Wo muss ich denn hin? Na, zu ITCC, das sind da vorne. Okay. Das ist ja WDCC oder so, irgendwie keine Ahnung. Blinker können wir ausmachen. Da auf jeden Fall links, glücklicherweise kommt gerade keiner. Dann da noch mal links hier. Alter, der Schild, der ist echt nicht schlecht, der FH16. Zwei Erfahrungspunkte, nicht gleich so viel. So. Bratislava nach Linz. Eigentlich kann man mal schauen, wo bekommt man denn am meisten Preis? 3000, ja. Deswegen bin ich hier auf Preis pro Streckeneinheit. Halt. 9602 Euro haben wir mittlerweile auch. Auch nicht schlecht. Der sieht nach wenig besser aus. Ja. Ui, 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 ui. Ach, da geht's raus. Kann ich da auf den. Ja, kann man auch den Kopf rausstrecken? Cool. Er hat auch 100.000 Knöpfe.
Predator, denke ich, hat er auch, ne? Nee, hat er nicht. Gut. 3 Stunden 30 fahren wir da, ist doch eine längere Strecke. Kommt keiner, dann geben wir Gas. So einfach ist es, ne? Ja, auf jeden Fall weniger Base als der Majestic, den wir gerade zuvor gefahren sind. Fünf Minuten sind jetzt um. Sechs fast. Fast, sage ich, ne? Jo. Heute ist ja, was haben wir jetzt gesagt? Folge 4, Donnerstag, ich glaube, das hatte ich gerade vorher schon. Ja. Blöde Tafel. Er wird schon stehen bleiben können. Und sonst merkt man es ja, wenn er uns hinten rein crasht. Ich glaube, hier ist immer noch 50, also da vorne kommt eine andere Tafel. Ja, da kommt auch eine. Nämlich, dass man nicht überholen darf. Also, ja, Überholverbot so. Habe ich nach dem richtigen Wort gesucht. Und wir geben hier natürlich Druck auf der Strecke. Ich muss schauen, ob es einen Mod gibt für ein Auto, das wäre irgendwie witzig. So ein Dings oder so, Ferrari oder so, wäre irgendwie witzig. 80, okay. Runter vom Gas. Und da wieder Gas. Was cool ist hier bei dieser lernfähigen Automatik, wenn ich hier komplett runter gehe vom Gas und dann voll drauf steige, schaltet er runter. So wie es auch eigentlich sein sollte, ne? Ja, morgen ist Freitag, ich freue mich. Also ich nehme heute an Freitag auf, also die Woche vorher nur. Aber am Freitag weiß ich dann schon allerhand Dinge. Heute weiß ich auch schon was, aber das kann ich euch noch nicht sagen, sofern ich es nicht wirklich weiß. Werde ich erst natürlich nächsten Donnerstag erfahren. Hehe. Also an dem Donnerstag, an dem das Video hier rauskommt. Um die Zeit, wenn das Video rauskommt, müsste ich es schon wissen, eigentlich, sagen wir so. Und ja. Ich freue mich. Und ich merke, dass ich schon langsam müde werde. Wir haben aber heute noch einen gemütlichen Grillabend. Ein paar Verwandte kommen vorbei und mein Bruder hat Besuch von einem Schulkollegen und ich bin dann noch meine Mutter, ne? Mein Vater ist ja gerade in England mit dem Motorrad. Werden wir gemütlich was aufgrillen, mal schauen, was sie uns mitbringen, meine Tante und mein Onkel. Die haben nämlich gesagt, sie nehmen alles mit. Da habe ich gesagt, gut, dann muss ich nichts machen. Außer dem Grille putzen. Ja, du wirst jetzt warten. Arschloch, Entschuldigung. Na, ja, wenigstens ist dem Anhänger nichts passiert. Wo fahren wir eigentlich hin? Auf Linz, ne? Autoteile auf Linz, 18 Tonnen, ja. Mal schauen, ob ich nach Gewicht auch sortieren kann. Würde mich mal interessieren, was das Leichteste ist und was das Schwerste ist, was man so haben kann. So, da ist jetzt 50. Gut, dann einige Bremsen, denn wir sind in Wien. Soll ich
das sehen, müssen wir da eh links weg dann. Wenn wir schon rollen, werden wir das gleich natürlich mit benutzen. Die Rollgeschwindigkeit. Und dann jetzt natürlich bergauf. Jetzt wird er gleich zurückschalten, hoffentlich. Ja. Oh, ein Kreisverkehr. Können wir doch rechts bleiben. Und ich hoffe mal, dass jetzt keiner kommt, denn ich fahre da jetzt mal einfach rein. Wow. Das war mal eine extreme Aktion mit 50 und LKW in den Kreisverkehr. So, da stehen wir auch schon. Und ich bin wieder voll am Gas. Aber mit dem fetten LKW hier dauert das Ganze natürlich ein wenig, bis beschleunigt. Ich hätte mir bei DXR vielleicht die Folter anzeigen lassen sollen, so, weil vielleicht zeigt er mir da auch die Größe an, die noch frei ist. Also der Platz, der frei ist, und der Platz, der belegt ist, wäre natürlich von Vorteil. Oh, warte mal, wir sind noch Ortsgebiet, Alter. Spinnst du? Vorne können wir wieder Gas geben dann. 150 Kilometer noch. Ja, da. Habt ihr gesehen, da hat er kurz auf die 8 zurückgeschaltet, eben weil ich runtergegangen bin und voll drauf gegangen bin. Aufs Gas. Morgen nehme ich dann vielleicht Half-Life auf, wenn es passt. Also von mir aus gesehen, morgen ist halt Samstag dann. Von euch aus gesehen, wenn ihr das Video schaut, ist ja dann Freitag. Denn bei Half-Life fehlen wir auch nicht mehr. Keine Ahnung, wie viel Folgen. Ich weiß gar nicht, aber wir sind ja, ja gut, die Hälfte ungefähr haben wir, also ewig. Wird schon noch ein wenig dauern. Aber was soll's, Half-Life nehme ich gerne auf. Gerade weil ich durch das Deus Ex Human Revolution Let's Play gerade ein wenig angeregt bin von. Oldpool 78 macht das gerade, ja. Angeregt bin eben ein wenig shootermäßig was zu spielen. Ich lasse ihn jetzt mal rollen darunter. Schauen wir mal, was die Maschine geht. Oh, jetzt fängt es zu regnen an. Mal ist wieder eingestellt. Alter Schwede, der ist ganz schön rauf. Na boom. Kannst du dich nochmal zurückschalten, weil es geht sich locker aus. Hoppala. Ich schon erwähnt, dass ich müde werde, ja, gell? Ja, 9202 Euro haben wir schon, das ist ja Wahnsinn. Fährt der FCB mit seinen Gefahrengütern oder was er auch immer hat. Hoppala. Vom Nebel bin ich nicht so begeistert, muss ich zugeben. Er stört. Das stört. Ja, ich fahre nur 90. Nicht mal ganz, sondern. Jawohl, doch, jetzt haben wir 90. Bei dem ziehen wir jetzt vorbei mit Stoff, so. Stunde 18 noch Ingame-Zeit und 80 Kilometer noch. 79, Entschuldigung, 78. Ich trinke mal eben einen Schluck. Das tut direkt gut. Viertelstunde läuft jetzt die Aufnahme auch schon, also 15 Minuten.
das passt auch, ne, für eine Folge. Wir werden wieder auf ungefähr 20, werden wir wieder hinkommen, 20 Minuten. Diesmal haben wir dann zwei Lieferungen in einer Folge, aber was soll's? Was juckt mich das? Ich werde wirklich müde langsam. Langsam aber sicher. Ach ja. Ich bin auch am Überlegen, ob ich hier im Radio vielleicht denn der Radio CC Radiostream reinnehme. Ich muss mir nur anschauen, ob der Eurotax-Simulator hier dann die Links anzeigt. Nee, gell? Oder die Titelinformationen. Denn, also es sind alle Titel, die auf der Radio CC laufen, sind nochmal CC BY. Also Creative Commons Namensnennung. Und das müsste natürlich in meinem Video auch gewährleistet sein. Ja, dann müsste er es natürlich anzeigen, ist klar, ne? Das einzige andere, was möglich wäre, ist, dass ich mir die Creative Commons Musik, die ich hier habe, hier, ich bin ja auf der Radio CC auch Moderator, direkt einspiele. Wäre auch möglich, ich habe halt nur gemütliche Sachen aktuell, ich bin ja eher auf der Jazz und Piano und Instrumental und solche Geschichten, wobei ich auch einiges an Soundtrack habe. Sollte ich mir mal anschauen, vielleicht einfach ein paar Folgen durchgehend einfach, keine Ahnung, Butterfly Tea oder so, wow, haha, spielen. Das ist eine Soundtrack-Dings. Es müsste dann reichen, wenn ich es hier in-game sehe, dass da Butterfly Tea abgespielt wird. Mit dem und dem Lied, dann müsste das eigentlich passen. Ansonsten halt keine Musik und ihr hört nur mein Gequatsche, wäre auch eine Möglichkeit. Was ja auch cool wäre beim Multiplayer-Server, den es ja gibt hier in, also jetzt gibt, sagen wir so, wenn man dann einen eigenen Radio einbauen würde, wo eben Verkehrsinformationen drin sind, und dass man den Eurotax-Simulator so weit anpasst, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, da auf dem Streckenabschnitt ist jetzt ein Stau. 50 ist da noch mehr. Da müssen wir auch gleich abbiegen. Da noch nicht, da vorne. Ich hoffe mal, dass da keiner entgegenkommt. Ich sehe nämlich kaum was bei diesem Dreckswetter. Aber echt jetzt so ein Scheiß. So. Schnell mal die Handbremse angezogen. Und dann gewartet, bis es grün wird, was es auch gerade wird. Oh, so. Dann sind wir auch gleich am Ziel. Bei guten 20 Minuten eben. Dann muss ich noch eine Folge aufnehmen, dann haben wir es auch die Woche vor. Ich freue mich wirklich. Dann geht nämlich jetzt auch was weiter hier im Eurotax Simulator, eben mit einer Lieferung pro Folge. Was auch cool wäre, wenn man hier auf den Firmenhöfen Traffic hätte, also Leute, die fahren mit LKWs, die rangieren vielleicht und solche Sachen, aber ja, gibt es eben nicht, leider. Ist halt mal so. So, und jetzt haben wir nächstes Mal ein wenig Erfahrungspunkte auch bekommen und damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!